Ah, die produzieren ja, also von daher ist es Ja, dann schon. 72, aber 100% da geben sie volle Milchauslastung. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall Mähwerk zum Grasmähen. Jetzt, die stehen drüben bei der beim Strohlager. Irgendwo vom Hof. Die habe ich angemietet. Strohlager, wo ist denn das Strohlager? Gegenüber von der Halle. Gegenüber vom Hof. Ach da, okay. Ja, dann sollten wir nachher mal mähen. Kurz. Aber wo? Da ist bei 18 ist, glaube ich, ein Feld. Ja, bei 18 ist ein kleines Feld, also sind zwei Felder eigentlich. Ja, einmal neben der Schweine und einmal schräg bei den Schweinen. Ja, das hatte ich, also neben 18, das eine kleine Feld, wenn du von unten vom Hof kommst, Ja. das hatte ich mal abgemäht. Also ist da gerade gar nichts drauf. Doch, das müsste eigentlich schon wieder nachgewachsen sein, vor heute Nachmittag um 12 oder so, um 1 oder so. Ja gut, ja. Ja, und das andere neben 18. Diese Schräge da. Ja, das kann sein, ich versuch's. Ja, da sollten wir auf jeden Fall hinterher. Und sollten das mal abmähen. Einer mäht, einer schwadet. Oder besser gesagt, zettet und dann schwadet er. Ja. %86. Ah, ich komme ran. Das ist ganz komisch von mir. Ich habe so einen grünen Ring um mich rum, ey. Ich muss nachher mal gucken, wie das mit der Auflösung ist. Du bist ja schon wieder neben Ja, ich weiß. mir. Aber das Schneidwerk ist so groß, deswegen komme ich nicht ganz ran. So reicht das. Ja, ich habe ja nicht die ganze Breite. Du bist aber schneller als 9, ne? Neun. Ich fahre langsamer. Ich habe 9 auch eingespeichert und fahre 9. Also 9, zeig dir mal an, nicht schneller. Hast du sonst noch was? Ich glaube, das andere war alles so, ja. Ich weiß aber nicht, ob man eben mal das Schneidwerk hier so ja mähen kann. Nee, kannst du nicht. Da kannst du ganz mit normalen Schneidwerk. Ja. Ich glaube, das Feld war auch noch unseres, oder? Das war A16, nein, das ist nicht Das ist unser. nicht unser, nee. Kannst aber so unser machen. Ja, nee. Dann hau ich jetzt mal zum Hof. Das nicht mal ganz einen Anhänger raufgekriegt, ne? 60%. Die lohnen sich immer nicht. Das fahre ich erstmal ins Silo, ne? Ja, fahr das erstmal ins Silo. Getreide immer erst ins Silo fahren. Ja, falls wir dann bei Darf haben, dann können wir das ja dann immer noch rausholen. Für die Tiere brauchen wir uns immer noch rausholen. Alter, Texturen, die gefallen mir gerade gar nicht bei mir. Okay. Das ist eine einheitliche Fläche, weißt du? Das baut sich kurz vom Trecker, baut sich das auf. Ja, das ist ja kacke. Das läuft von mir alles fließen. Ja, bei mir läuft's auffließend, nur die Texturen gefallen mir gerade nicht. Irgendwie habe ich da vorhin was verstellt. Ich fahre aber auch Umwege jetzt hier gerade. Ja, ich merke das schon. Ich hätte anders hier geradeaus fahren können. Wäre einfacher gewesen. Naja, weiß ich auch nicht. Bleibt da vor dem Silo stehen, dann gibt's da heraus so voll auf den Pinsel, da tut sich gar nichts. So, und du wolltest jetzt das so hier machen, ne? Aha. Oder wie?
baue jetzt gerade um. Okay. Und dann fahre ich zum Segel. Dann warte ich jetzt und dann fahre ich hinterher. Dann weiß ich, wo es hingeht. Also selber erstmal gucken. Vergesst den Rapstisch nicht. Raps? Ja, den. Rapstisch? Wie komme ich auf Raps? Ey, vergiss es. Soja hat, hat keinen Tisch. So, hä? Tisch? Ja, den Rapstisch, die Schneidedinger an der Seite. Oh, der baut sich von alleine an. Ich hab ne Dalle. Mach nix. Naja, Deutsch sieht sowieso schon so gedallt aus, von daher. Aber knapp hier, du. Na, halt durch. Kauft ihr doch einen Schneidwerkswagen? Ja, was verhalten wir schon? Wo ist das Problem? Hier ist nur diesen anderen Abbau. Ich will Schneidwerkswagen. Ach, wieso? Schneidwerkswagen hinstellen, Schneidwerk drauf, ankuppeln, fertig. Da rutscht nix, da fliegt nix, da läuft der Lachs. Oh, 25, ich glaube, das ist eins der größten. Ja. Von hier. Ja, nicht ganz, aber. Pff, wenig ist da auch nicht drauf. Dann war einfach kleiner, ne? Warte mal. Der hat doch Strohablage, oder? Ja, aber ich glaube, Soja kannst du nicht ablegen. Ich kann mal gucken. Ich glaube, Soja ist wie Raps, das muss der Häcksel. Ach, schade. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was angucken an deinem Schneidwerk. Noch nicht losfahren, warte. Muss ganz kurz was gucken. Nee, kannst weiterfahren. Hat nicht das, was ich gedacht hatte. Hast du geguckt? Ob das Ding Räder hat, das Schneidwerk. Nee, das hat keine Räder. Das, das hat nur, das von New Holland. Ja. Schade. Ah, ja, dann brauchst du mir auch keinen Schneidwerkswagen, wenn du da Räder dran hast. Weiß ich, das kenne ich vom LS15 noch. Ach ja, der 15er. Ja, wurde am Ende immer zum Ende hin immer besser, bis sie dann rauskam. Ja, das ist aber meistens so. Sobald viele Mods da sind und das Spiel ganz gut läuft und super gepatcht ist oder so, dann kommt das neue raus. Muss ich dich da wieder dran gewöhnen. Ja, aber ich weiß nicht, der beste LS-Treiber immer noch der 13er. Also das Ding hatte Qualität. Ja. Vor allem am Ende nachher wieder, wo die ganz guten Karten rauskamen. Westerade und so, also und die super Mods. Also ich weiß nicht, ich fand die Karte gut und weiß nicht, hat richtig Spaß gemacht am Ende. Ich fand den 15er eigentlich ganz gut. Wenn ich erstmal eingefuchst hatte in das Spiel, war das eigentlich ganz super. Ja, da war es nachher ganz gut, ja. Aber ich habe nachher, zum Schluss habe ich noch Tunksdorf gespielt. Also die hat richtig Spaß gemacht, weil wenn du da weiter, ich glaube, war das in den Norden? Ja, wenn du da weiter in den Norden gefahren bist, hast du da einen richtigen Deich gehabt. Na. Mit Schafen drauf und so. Das hat richtig Fun gemacht, unterm Deich lang zu fahren und ach. Hab mich damals irgendwie an zu Hause erinnert. Irgendwo hatte ich das damals, irgendwo hatte ich das heute auch gesehen. Das war West Coast, irgendwas Seaside hieß die Map. Hm. Die war komplett aufgebaut wie der Norden hier. Also von, ich sag mal, Brunsbüttel, Nordostseekanal bis oben, ich glaube, Husum war das. Ach, okay. Auf der Seite war Wasser und auf der anderen Seite halt, wo die Ostsee eigentlich ist, waren halt Berge. Weil das da halt abgegrenzt wurde. Ja, gut, aber das. Also es war so Raum Dithmarschen, Nordfriesland, also sowas. Also ah, okay. Es hat mich ziemlich da an Norddeutschland halt erinnert. Also an Schleswig-Holstein. Also den westlichen Teil. Also nördlichen, ja, westlichen Teil von Schleswig-Holstein. Also unsere Seite halt. Dithmarschen halt. Ja, Dithmarschen, Nordfriesland halt so, ne? Mhm. So halt, das war, sah aber alles ein bisschen weitläufig aus, alles. Ja gut, wenn das eine amerikanische Karte ist, dann ist sowieso alles sehr weitläufig. Da sind die Felder kilometerlang.
war eher, ja, nee, nicht die Felder waren weitläufig, sondern auch die Strecken und so. Und ich glaube, du hast vier Höfe oder fünf Höfe hast du da auf der Karte gehabt. Ach du Scheiße. Ja, aber nicht runtergeladen, weil ich dachte so, oh, man muss nicht alles haben. Nö. Aber ich weiß nicht, also diese Standard-Maps, das sind dann nur, das, weiß nicht, da sind meistens nur die Höfe verändert, das war's. Naja. Mehr ist da nicht verändert und von daher, ich finde die Standard-Maps einfach nicht toll. Und wenn die da so umgemodelt sind, so wo 5 mm Grashalm um 1 mm versetzt ist, weiß ich nicht. Das bringt mir nichts. Ich will was Neues haben, wenn dann. Und Standard-Maps, ja, weiß ich nicht, das. Weiß ich nicht. Das gibt mir nichts. Also das, also die Karte von der, ne? Das war ja keine Standardkarte, sondern das war ja schon was Neues. Ja, denn ja. Das Neue war an der Karte war der Name. Das war eine Standardkarte, das war Goldcrest war das. Was ich dir geschickt hatte. Ja, das war die Goldcrest Map. Ja, ich meine aber jetzt von der Seaside oder. Ach so, ja, die habe ich ja nicht gekriegt und die habe ich ja nicht gesehen. Nee. Nee. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich die gesehen habe. Ich glaube bei LS war das, glaube ich. Ja, auch wenn du hier vom Spiel aus in den Mods gehst. Ah, okay. Mhm. Ich lade sie sowieso lieber von LS runter, weil dann weiß ich, dass sie zu 90% funktionieren. Ja, oder von Forbidden Mods. Also da sind sie eigentlich auch nicht schlecht. Weil ja, da habe ich auch viele Mods damals auch schon vom 15er runtergeladen und ich muss sagen, das hab da keine Fehler gehabt. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man bei Forbidden Mods runterlädt. Also ich habe mich da noch nicht richtig mit beschäftigt. Also das ist, so viel ich dir gesehen habe, wenn du da jetzt zum Beispiel einen Hänger runterladen willst, gehst du auf den Hänger und dann ist, glaube ich, ja, dann gibt es da die Bilder und wenn du dann hoch scrollst, also wieder nach oben scrollst, dann ist, glaube ich, oben rechts ist ein Button. Download steht da und dann steht da unter den Klammern, glaube ich, externer Link oder sowas. Okay. Und da kannst du draufklicken und dann kannst du es runterladen. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Traue mich bloß nicht überall, wo Download draufsteht, wo drauf zu klicken, weil man weiß nicht, ob das wirklich das ist. Also weil. Bei Forbidden Mods, da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass da sauber sind. Ja, aber nicht, dass du da lädst du irgend so eine scheiß Software runter, zum Beispiel Mocos oder so, dann lädst du da irgend so eine scheiß Software runter, die du gar nicht haben willst, weil dann kriegst du den Scheiß nicht wieder runter. Ja, das ist beim Modhaus, da würde ich gar nichts runterladen, weil da früher haben die da beim Modhaus dann auch jeden Mod kontrolliert und das machen sie mittlerweile ja schon lange nicht mehr. Und da kannst du dir, die laden dann Scheiß hoch, ey, das ist unglaublich. Deswegen da gar, am besten gar nichts mehr runterladen. Ich habe heute mit jemandem, ich habe heute online gespielt, da waren irgendwie 5 oder 6 oder waren es am Maishexe. Und dann doch so lief alles ganz gut, ne? Haben sich alle gut verstanden. Ich fahre Maishexe rein, kommt da irgend so ein Idiot in das Spiel rein, setzt sich irgendwo auf den Trecker rauf und drängelt sich überall vor. Also fährt unter Maishexe und er rammt dich voll zur Seite, nur damit er unter Maishexe kommt. Ja, das sind die Kinder, die haben keine Ahnung. Das ist zum Beispiel, das ist bei jedem Online-Spiel, da sind die Kinder dabei, die spielen gar nicht ordentlich, die wollen einfach nur Stress machen, weißt du? Und das ist, zum Beispiel, wenn du jetzt, was weiß ich, Battlefield, die kannst ja auch Multiplayer spielen. Alter, da kommen die ganzen Kiddies, da haben sich schon Leute aufgeregt, die das wirklich auch so, zwar aus Spaß, aber doch ernsthaft spielen. Und die haben sich so aufgeregt, weil, das ist nicht normal, was die Kiddies da machen. Die meinen, die wären der King Doodle-Kopf oder Doodle oder sowas. Ja. Das ist echt schlimm. Und auch bei, wenn du jetzt gerade LS ist, so viele YouTuber, die online spielen, haben sich beschwert, die wollen eigentlich gar nicht mehr, dass das solche Kiddies da mitspielen. Deswegen machen sie immer noch einen privaten Server und wer mitspielen will, der muss sich halt einloggen mit Passwort und mit Teamspeak. Und ja, bist voll. Nein, ich bin nicht voll, ich habe mich nur verdrückt. Ach so. Weil das wollen sie sich nicht mehr antun, dass sie den Trecker dann was weiß ich in dem Wasser fahren und dreschen da quer durchs Feld und so nicht anständig und das wollen die sich gar nicht mehr antun. Kann man ja verstehen, ne? Das war ja ein öffentlich offenes Spiel und ich bin unter Maishexer gefahren, mein Anhänger war voll und dann sagte er, ich sollte das war Goldcrest und die Karte kenne ich überhaupt nicht. Hm. Ich sollte das zum Kuro fahren. Ich habe den aber nicht so gefunden. So, und dachte ich so, gut, fährst du halt zum BGA. Kurz bei der BGA angekommen, hat er mich gebannt. Ja, gut. Dann kann man so sagen. Ja, keine Ahnung, was es ist.
Ich halte da sowieso nichts von, da über diese Chat-Funktion hier. Also. Okay. Und dann. Also da halte ich gar nichts von. Also, das ist ein Spiel, wo man online spielen kann und dann schreit man. Also das bringt. Das ist. Nee. 92%. Jo, ich komm ran. Hab schon gesehen, wie du dein Rohr ausgepackt hast. Ausgefahren. Ja. Internet. Das macht einen kaputt. Echt? Das hatte ich heute auf Facebook. War das heute oder gestern? Ne? Da hat er ein Bekannter auch hier von wegen, ne? Was war das? Dein Künstlername? Und dann setzte Lil davor. Ah ja, und da hast du geschrieben, Little LaFlu. Genau. Und Ah. dann hatte ich runtergekugelt, ne? Da hat einer drunter geschrieben, Lil La Würstchen. Lil Würstchen. Little Würstchen. Ja. Toll. Lil Das, Würstchen. ja. Ja, ich hatte ja auch im Internet geguckt nach einem Mikrofonständer, ne? Und dann sage ich so zu meiner Freundin, ja, ich hab ein richtiges Mikrofon, aber mir fehlt der Ständer. Da sagt sie, ja, das ist aber scheiße, wenn dir der Ständer fehlt. Sag ich, ja, ich meinte den Mikroständer. Ja, ist ein bisschen doof, wenn man dann nur Ständer sagt. Ja. Ja. Ja, beim einen da fehlt der Ständer, bei einem da knickt der Ständer ab, ne? Also es ist. Ja. Tja. Eindeutig, unsere Gesellschaft guckt zu viel Fernsehen, das ist das Das Problem. ist. Fernsehen ist gar nicht mal das Problem. Das Problem ist das Internet. Jo, bin 0%, kann es haben. Kommst du einmal rum bis hierhin mit der leeren Füllung? Was? Ich bin voll einmal, ich bin vorhin ganz außen rum einmal rumgekommen. Und selbst dann war ich noch nicht mal ganz voll. Leere Füllung? Was? Hä? Ich bin Leer. nein. Le nee, 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 ich habe gerade leere Füllung gesagt. Das ist auch irgendwie. Hä? Paradox. Ah, nee, ich bin eben, als ich angefangen bin, einmal rum und dann selbst dann war ich noch nicht ganz fertig. Ja, aber ich hab eben. Ge Nein, vergiss es. Das ist genauso ein Paradox wie voll leer. Bin voll leer. Voll leer. Oder auf Schwäbisch, komm geh. Komm her. Was denn jetzt kommen oder gehen? Ja, das ist. Ja. Die Schwaben sind schon ein extra Volk für sich. Ich bin stolz, in Dänemark zu wohnen. Durch Deutschland. Ja, es ist alles schön und gut, aber, ne? Wenn du sagen, was du denkst. Ohne dass er seiner übel nimmt. Tja, warum soll jemand das übel nehmen? Also. Obwohl ich muss sagen, hier gibt es auch welche, die verstehen das immer falsch. Ja, das sind. Ja, aber das ist. Ich glaube, da oben sind es, glaube ich, die wenigsten. Also da ist das im Schwabenland echt schlimmer. Ich weiß nicht, da wollen die das unbedingt falsch verstehen. Ich weiß es nicht. Weil. Ich bin schon Leuten auf die Füße getreten, da hast du selber nicht gemerkt, dass du das so gesagt hast. Bis du das dann erstmal geschnallt hast, dass die das falsch verstanden haben. Also, boah, dann sind die schon beleidigt. Und reden nie wieder mit dir. Neulich war ich bei meiner Freundin und dann hatten wir uns abends mit ihr zwei Freundinnen von ihr getroffen, waren wir essen und so. Und dann die eine hat da unten auch irgendwo in Bayern an der österreichischen Grenze oder was, an der Schweizer Grenze, da irgendwo auch einen Freund. Und da sagte sie auch, also die Leute da unten sind ganz, ganz merkwürdig und da musst du echt aufpassen, dass du den Leuten nicht gleich sofort auf den Schlips trittst. Ja, genau. Dachte ich nur so, hey, das kenne ich, das hat mein Bruder auch erzählt. Ja, das ist ganz schlimm, ey. Ich weiß nicht, ob das die Mentalität von den Schwaben ist. Die sind ja. Eigentlich sind sie ja in Ordnung. Man kann doch mit einigen, wenn man sie kennenlernt, und wenn die sich kennenlernen, dann sind sie ja eigentlich ganz in Ordnung. Aber wenn du jetzt wirklich frech bist oder so, und wirklich deine Meinung sagst, so gerade als Norddeutscher bist du ja so, Alter, dann kannst du den Leuten derbs auf die Füße treten und die reden nie wieder mit dir. Statt dann mal nachzufragen, so von wegen, so, ja, hä? Wie hast du das jetzt gemeint?
Und ja. Dem Fanforum, der ist fertig. Jo, ich sehe es gerade.